Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Der Expertenrat der Bundesregierung warnt angesichts steigender Corona-Neuinfektionen vor einer Gefährdung des Gesundheitssystems. Bei einer anhaltend starken Ausbreitung der Omikron-Variante sei mit wachsenden Patientenzahlen in Kliniken zu rechnen. Bestehende Corona-Maßnahmen müssten daher beibehalten werden, mahnt das Gremium. Für den Fall, dass Kliniken an ihre Belastungsgrenzen stießen, sollten zudem weiterreichende Gegenmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen vorbereitet werden. Unterdessen bleibt die Corona-Lage angespannt. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 85.440 neue Fälle gemeldet. Das sind fast 33.000 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 806,8 und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Der Expertenrat der Bundesregierung warnt angesichts steigender Corona-Neuinfektionen vor einer Gefährdung des Gesundheitssystems. Bei einer anhaltend starken Ausbreitung der Omikron-Variante sei mit wachsenden Patientenzahlen in Kliniken zu rechnen. Bestehende Corona-Maßnahmen müssten daher beibehalten werden, mahnt das Gremium. Für den Fall, dass Kliniken an ihre Belastungsgrenzen stießen, sollten zudem weiterreichende Gegenmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen vorbereitet werden. Unterdessen bleibt die Corona-Lage angespannt. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 85.440 neue Fälle gemeldet. Das sind fast 33.000 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 806,8 und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Nachgefragt bei meinem Kollegen Markus Grill in Berlin. Die Inzidenz steigt und steigt und der Corona-Expertenrat der Bundesregierung mahnt Vorbereitungen auf eine weitere Verschärfung der Lage an. Warum spitzt sich die Corona-Lage gerade so zu, dass sogar wieder Kontaktbeschränkungen im Gespräch sind?